Wir kommen der Stufe 10 gefährlich nah. Moment, wait a minute. Hier gibt es noch 4. In Stufe 8, Stufe 9, 3, Stufe. Ach, scheiße. Mach ich mich doch nicht vertan. Stufe 6, hier sind wir richtig. Da. Eine T1 Raid, America. Ah, T1 war die mit den, ja, Buggies, Gedöns, Dingern. Aua. Warum? Ich verstehe es nicht. Was ist an dem hier besser? Warum kostet der mehr? Muss der noch importiert werden oder was? Ja, guck mal, der Touareg ist eines der zuverlässigsten Autos der Rallye. Wer mit dem Touareg fährt, hat eigentlich schon fast gewonnen, will ich mal so sagen. Und. Oh Gott, das ist das System. Den muss man im Red Bull fahren. Der hat ein besseres Leistungsgewicht. Er hat um einiges mehr Drehmoment. Der Radstand ist erstmal eigentlich unwichtig. Es dient ja nur der Handlichkeit. Und das Handling verbessert das Handling. Ein kurzer Radstand, der kleine Wendekreis. Ist ja egal. Und der kostet trotzdem weniger. Ich verstehe das nicht. Das geht einfach nicht in meinen Kopf. Zukunft des Ducks. Das könnte vielleicht eine Rennstrecke von Donald Duck sein. Des Ducks. Das könnte es ja vielleicht sein. Naja. Ich würde sagen, ich höre doch mit den Flachwitzen auf. Ja. Oh, das sah gerade komisch aus. Das war so voll die Zeitverschiebung und echt. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, Mann, vielleicht noch ein bisschen langsamer. Ein bisschen. Oh nein, nicht die. Oh. Nein. Nicht diese Strecke. Oh nein. Jetzt muss ich mich hier. Ja, wenn das mal nicht gekonnt war, ja. Also, hallo. Darf jetzt hier nicht ganz so reinknüppeln. Hallo, Start. Und kleiner Stein. Das ist zu klein. Ja. Zwei. Oh nein, zwei Runden. Ich merke alles immer erst eine Minute später, müsst ihr wissen. Wenn mich jemand schlägt, rufe ich erst nach einer Minute. Aua. Oh, ganz schön. Da hinten rollt ein Rad. Geht er nochmal in Zeitlupe? Sieht so dramatisch aus. Als hätte der Wagen gerade Dünnschiss. Köstlich sieht das aus. Wusch. Guck mal, da bin ich. Das ist eine geile Kamera. Aber ich liebe diese Zeitlupe. Alles wirkt in Zeitlupe so viel cooler. Guck mal, oh, wie das aussieht. Heb kurz komplett ab. Das sei jetzt, naja, egal. Komm, wir. Nein, ich würde jetzt gerne neu starten. Ja. Wir vertrödeln hier jetzt keine Zeit. Ich war jetzt in dieser Aufnahmesession die gesamte Stufe 6 noch zu Ende und dann ist auch wenig Schluss für heute. Ja. Ja. Ich fahre jetzt mal ein bisschen behutsamer und prügel hier nicht gleich in alles rein. Ich habe ja 2 Runden Zeit, von daher muss ich mir überhaupt gar keinen Stress machen. Mit meinem professionellen Fahrerkönnen hier kann ich hier jeden abziehen. Das glaubt ihr ja wohl. So, wir ziehen jetzt mal ganz vorsichtig und behutsam rein. Ganz vorsichtig und behutsam, müsst ihr wissen. Nee, Moment. Du kommst hier nicht vorbei, ja? Ganz vorsichtig, mein Freund. So. Wenn das mal nicht auf die Feder reingeht. Willst du dich nicht mal drehen oder so? Oder mich mal vielleicht mal vorbeilassen? Ja, damit kann ich mich auch anfreunden. Schieb mich in die Büsche. Ist auch okay. So, jetzt. Ja, komm! Zieh doch, Mann! Zieh rüber. Wo waren die Handbremse? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Das war sauknapp. Ah, B war die Handbremse. Das hat ja ganz klasse geklappt. Ich muss mir das echt mal auf den Zettel schreiben. Ich habe 2 Tasten, die ich drücken muss, ja? Ne, 3.
drei Tasten, die ich drücken muss. Und halt einen Control-Stick zum Bedienen. Und ich bin nicht imstande, mir zu merken, wo was liegt. Es ist schon echt peinlich. Und dieser Wagen will echt nicht um die Kurve. Ätzend. Hätte ich doch mal besser den mit einem kürzeren Radstand genommen, ne? Ja, darf ich ein bisschen abkürzen? Oh, das ist ja zu liebenswürdig, Herr Schiedsrichter. Ihr seid ja so großzügig zu mir. Mensch, Wahnsinn. Wow, das war ein bisschen sehr viel. So viel muss ja gar nicht sein. Mal läuft das hier ein bisschen flüssiger, dann mal wieder nicht. Das ist ätzend. Ich hätte gerne jetzt mal eine schöne gleichbleibende FPS-Zahl. Das wäre echt toll. Wenn sie auch ein bisschen niedriger ist, aber dann sollte sie wenigstens gleichbleibend sein. Und halt mal schnell, mal langsam, auf sowas kann man sich nämlich nicht einstellen. Ach, der Colin. Naja, fährt natürlich ein Mitsubishi. Blöder Japaner. Ja! Auf einmal ist da ein Stein, ne? Hm. Der war da vorher nicht. Haben die dann da hingesetzt, damit die es mir schön schwer machen können. Damit meine schöne Aufholjagd von 5 Minuten gerade mal für den Arsch ist. Toll, ey, ich hasse diese Strecke so erst so dermaßen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf so Strecken kann ich ehrlich gesagt gut und gerne verzichten. Ich mag die einfach nicht. So viele Kurven, du kannst nicht wirklich schnell fahren. Weil sie wisst ihr, schnell, den Wagen schnell unter Kontrolle zu behalten, ist viel, viel schwieriger. Als langsam durch enge Kurvenpassagen zu fahren. Und da kann man auch nicht wirklich aufholen. Als Führender kann man sich einfach mal so ein bisschen so stellen, dass der Gegner nicht vorbeikommt, aber auf einer Geraden kann man das nicht wirklich machen. Wenn man versucht, den anderen aufzuhalten im Überholvorgang, haut man sich meistens selbst noch weiter rein und baut einen Unfall. Aber hier kann man dann mal langsam, ganz langsam durch die Kurve fahren, den anderen ausbremsen. Das ist einfach ätzend. Da kann man überhaupt nicht zeigen, was man wirklich drauf hat. In den schnellen Passagen kann man viel mehr Zeit gut machen. Denn da fahren die Gegner auch ein bisschen vorsichtiger. Wenn man dann mal ein bisschen später bremst, ein bisschen stärker noch in die Kurve reinzieht und vielleicht mal ein bisschen schneidet, kann man auch mal solche Manöver machen und nicht gleich die Karre zerlegen. Oh, herzlichen Dank, du bist so ein Schatz. Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Dabei schneiden die Kurve etwas. Möglichst so, dass sich die Karre nicht überschlägt. Naja, ja, und dann hier rechts für links, rechts für links, vier, rechts. Ach, keine Ahnung. So, schön vorsichtig hier durch. An dieser Kurve hauen wir es dieses Mal nicht. Ne? Und der Typ da vorne macht sich nur noch mehr Vorsprung. Ich wette mit euch, die kann das gleich wieder von vorne fahren. Vielleicht kriege ich ihn noch vor Schluss. Aber die drei, knapp 4 Sekunden hole ich auch nicht mehr auf. Und dann kommt wieder so eine blöde enge Kurve. Und dann kann man den Schwung nicht mehr behalten. Ja. Jetzt läuft es zwar mal ein wenig. Komm! Das muss ich ausnutzen. So, jetzt muss ich mir den Platz hier mal versichern. Den ersten Platz holen und jetzt bleiben, behalten. Hier auf der schnellen Phase bloß keinen Fehler mehr machen. Nicht zu spät in die Kurve. Bisschen abbremsen. Komm, zieh mein Baby. Hier die etwas schneiden. Diesmal nicht in den Stein krachen. Und den Vorsprung etwas ausbauen. Sehr schön. So, jetzt noch hier die schöne S-Passage. Gedöns, Dingens, Kirchen. Ja, ich habe einen ganz großen Wortschatz. Nicht übertreiben, genau, perfekt. Hier mit Schwung wieder raus. Die letzte enge Kurve. Die letzte wirklich enge Kurve. So, hier schön rum. Hier schön ausgewogen einlenken und ganz locker sachte hier drüber. Jetzt bloß nicht überholen. Boah, der hat mich so mal richtig aufgeholt, ey. Woo, oh yeah, we did it, hey. Ja. Sehr,
Guck dich mal an, 6 Minuten 10, ey, für ein Rennen, das ist schon krank. Oh yeah! Aber sonst ist alles in Ordnung, keine Sorge. So. Dum 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 dum. Wird gleich repariert, das ist ja echt lieb. So. Lower Otay Lake. Otay. Ach komm, mach ein bisschen hin. 73 Siege. 6. Das sieht keiner, das blenden wir aus. Swoosh. 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 Chavi. Ah, das ist. Ja, okay, das ist eine Strecke, die ich wirklich mag. Okay, das will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich kann mich mit dir anfreunden. Jetzt muss ich hier nur so mal auch wieder. Auch hier ist es wieder so, das ist so eine Strecke, wo man am Anfang viel Platz gut machen muss. Denn später braucht man den. Den eben gut gemachten. Entschuldigung. Ist mittlerweile so ein Reflex geworden, weil es anderen im Hals kratzt. So, komm. Vielleicht mal nicht ganz so wenig. Ja, ist egal. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht mal nur ein bisschen weniger Hügel, ne? Das wäre auch echt total und so. Aber...